Hallo, eine neue Umgebung, ein neuer Stargast hier, Mieze. Und willkommen in der Türkei. Was haben wir hier? Euch zeige ich heute ein paar Sommerprodukte, die ich gerne im Urlaub benutze. Neben meiner Katze, die ich nicht benutze, sondern miau, miau, die mich manchmal benutzt. Für Streicheleinheiten, so wie jetzt. Ich zeige euch ein paar Sommerprodukte und ich zoome euch gleich an den Strand dran. So, was haben wir denn hier? Die meisten Sachen sind von DM, Balea, die es eigentlich immer noch zu kaufen geben muss. Miau, ja, du bestätigst das. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Guck mal, die Leute wollen dich sehen. Guck mal, eine wunderschöne Katze mit Smoky Eyes. Schön umrandete Eyeliner. Sag mal was. Willst du nichts sagen? Was benutzt du denn für einen Eyeliner? Wie kriegst du das so hin? So schön. Bist du den Ohren? Ist das etwa Mieze Dior? Süße. Ich konnte dir keinen Namen geben. Mir fällt kein Name ein, irgendwie. Die ganzen Wochen, die ich hier bin. Sag mal hallo. Guck doch mal da rein. Sag mal hallo. Willst du nichts sagen? Dann bleib hier. Also, was ich... das wird ein verpeiltes Video, ich merke schon. Was ich benutzt habe, bisher so benutzen werde noch die Tage, die ich hier bin. Ich kann das Video so sehr erst hochladen, wenn ich wieder in Deutschland bin, den ersten Tag. Hier von Balea Haircare ein Shampoo After Sun 2-in-1 Shampoo und Spülung ist da sogar drin. Das Coole an diesem Produkt ist, da ist ein UV-Schutz mit drin, der sogar nach der Haarwäsche hält, also der nicht ausgewaschen wird. Das ist schon mal eines meiner Lieblings-Sommerprodukte. Und die Sachen von Balea sind ja auch relativ günstig, so dass, wenn das kaputt geht oder auslaufen sollte, das nicht so schlimm ist. Weil im Urlaub Sachen nachkaufen oder überhaupt kaufen ist super, super teuer. Was zum Beispiel super teuer ist im Urlaub und insbesondere hier in der Türkei, sind Sonnenschutzprodukte. Hier habe ich eins, auch von Essence, ne Quatsch, von DM. DM aus der Sundance-Reihe. Das ist der mit dem Basisschutz, Lichtschutzfaktor 6. Den kann ich empfehlen für vorgebräunte, abgebrutzelte Haut, so wie meine. Sonnenölspray. Wasserfest. Und das Gute an diesem Produkt hier ist, der zieht schnell ein, der lässt aber so einen kleinen goldig glänzenden Schimmer auf der Haut auch, und hat so einen Kokos-vanilligen Duft, und der versteckt so kleine Makel, finde ich, wenn man den zum Beispiel auf die Beine drauf tut, wo so das ein oder andere Makel sich festgesetzt hat, habe ich das Gefühl, dass das verdeckt so ein bisschen. Komm doch her, Mieze. Miau. So, was so ein bisschen auch so einen goldigen Schimmer hinterlässt und ich glaube sogar so ein bisschen frische Kick hinterlässt. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen kühlenden Effekt hat. Vielleicht kann mir das jemand bestätigen. Ist von Balea das Body Tonic Sun in der Duftrichtung Papaya. Ich sprühe mal auf die andere Haut. Ja, es riecht so frisch, so ein bisschen so cocktailmäßig. Aus der Limited Edition, das immer noch geben muss eigentlich. Und das hat so ein... Also ich benutze das nach dem Duschen, anstelle sich mit der fetten Creme einzucremen, empfehle ich halt hier so ein Body Spray. Man ist ja im Urlaub sowieso faul. Also kann man das dann gerne benutzen. Wozu man aber nie faul sein sollte, ist, sich abends zu schminken. Also schminken für den Strand... Ey, schmeiß mir nicht meine Mascara weg. Schminken für den Strand kann ich nicht empfehlen. Ich mag das nicht so, weiß nicht, geschminkt an den Strand zu gehen. Aber abends so auf die Punkt, Punkt, Punkt hauen. Also abends weggehen, da schminke ich mich gerne, im Sommer sogar noch stärker. Und was ich hier sehr gerne benutze, sind so wasserfeste Produkte, weil selbst wenn man nicht mit geschminkten Augen ans Wasser geht, oh, ich bin heute verpeilt und die Katze schwebt mir zwischen den Beinen rum. Selbst wenn man abends weggeht, sollte man wasserfeste Produkte benutzen, denn wenn man so ein bisschen schwitzt, so wie ich so jetzt ein bisschen, und abends sogar noch mehr, dann möchte man ja keine Teddybär-Augen haben. Dafür kann ich zum Beispiel empfehlen von Max Factor die False Lash Effect Mascara. Jetzt in der Waterproof-Version. Das ist die mit der Gummibürste. So. Und was ich empfehlen kann, falls das Produkt sehr, sehr flüssig sein sollte am Anfang, auch aufgrund der Hitze, einfach vor dem Schminken für eine halbe Stunde ins Kühlfach tun. Oder in... Kühltruhe. Nee, in den Kühlschrank. Ich kann kein Deutsch mehr. Ich bin ein paar Tage hier und ich kann kein Deutsch mehr. Und den Kajal, der meine Katze heruntergeschmissen hat,
Habt ihr irgendwelche Katzennamen? Mir fallen irgendwie keine ein. Vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie posten, irgendwelche Katzennamen. Außer Mieze. Hier, das nächste mein Lieblings-Highlight-Produkt ist dieses hier von Essence aus der Sunclub-Reihe. Der Waterproof Eyeliner. Und ich kann bestätigen, der ist wirklich waterproof. Das ist der, den ich euch schon geswatcht habe. Vorne. Das ist so ein dunkelblau-türkiser Ton. Der hat einen leicht metallischen Effekt. Und man kann ihn anspitzen. So sieht man es besser. Man kann ihn anspitzen. Und der umrandet schön die Augen. Auch auf der Wasserlinie hält der. Ich kann ihn super empfehlen für den Sommer. Ich mag so Farben, die ich mir im Auge, die ich mir in Deutschland gar nicht ans Auge schmieren würde. Hier so blau oder so. Im Sommer sieht das sehr gut aus. Und was ich auch neu entdeckt habe und in Deutschland gekauft habe, kurz bevor ich hingeflogen bin, ist dieses Produkt von Essence, auch aus der Sunclub-Reihe. Also dieses gibt es hier meistens an den größeren Regalen, am Hauptbahnhof hier zum Beispiel, jetzt in Köln gab es den. Und dieses ist meistens auch in den kleineren Reihen vorhanden. Ist der All Over Shimmer for Eyes, Body and Face. Genau. Und ich habe den für die dunkleren Mitbürger unter uns gewählt. Das ist die Variante 02 Miami Heat. Und ich bin jetzt ein bisschen dunkler, hoffe ich mal. So, und ich kann den super empfehlen, entweder hier als Highlighter fürs Gesicht, fürs Dekolleté mit dem breiter gefächerten Pinsel oder als Lidschatten, wenn man hier das die Kästchen oder die Streifen alleine verwenden möchte, dass hier im Innenwinkel den dunkelsten Ton dann so ein bisschen einarbeiten. Und ansonsten, wenn man alles mischt, kommt dann hier so ein kräftiger, dunkler, vanilliger Ton raus, den kann man sehr schön verwenden im Sommer. Wunderschön. Und was ich, Lietze, die ruft nach mir. Und was ich, hey, die kratzt mir die Sachen weg vom Tablett. Nein, lass es. Auf jeden Fall, hören verpeilt. Und was ich super, super gern verwende, ist natürlich ein Handtuch, ein Strandtuch. Besser gesagt. Und zwar dieses hier, vielleicht erkennt ihr das. Da-dum, 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 da-dum. Ihr kommt's. Was erkennt man da? SpongeBob! Ein SpongeBob-Handtuch. Ich mag das. Also ich glaube, dass meine Cousins und Cousinen weg, die ein bisschen jünger sind als ich, wenn die mal nicht gerade da sind und schon hier weggereist sind, da klaue ich dann dieses SpongeBob-Handtuch. Ich finde das cool. Solange man nicht 70 ist und ein SpongeBob-Handtuch hat, sondern erst paar 20 ist das okay. So, das waren meine Sommerprodukte. Ah ja, apropos Produkte noch Sommer. Was ich noch super empfehlen kann, ist dieses H&M-Kleid. Das Ebruser Gedächtniskleid. Das ist mein Lieblingshighlight im Sommer gewesen. Mein Lieblingskleid. So, Mietze will sich verabschieden. Moment, ich hole sie mal. Moment. Willst du Tschüss sagen? So, sag mal Tschüss. Sag Tschüss. 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 Okay, sie will wieder in die Sonne sich hinlegen. So, ich verabschiede mich und wenn ich es schaffe noch, wenn ich so technisch begabt bin, noch ein paar Bilder rein zu zoomen hinten. Oh, apropos Zoom, ich wollte dich an den Strand zoomen. Moment. Genau, das mache ich noch. Moment, so. An den Strand. Da vorne ist der Strand, ich zoome euch mal rein. Da ist der Strand und ich zoome euch wieder raus. So. Anstelle euch an ein Make-up ran zu zoomen, zoome ich euch an einen Strand ran. So. Tschüss, Kätzchen. Sag Tschüss. Ach, wenn ich das schaffe, tue ich noch ein paar Bilder dahinter, hinter das Video. Und wenn ich nicht schaffe, wisst ihr, ich bin eine technische Niete. Tschüss. Hallo, Eule! Guck die überhaupt in die Richtung, ich kann das gar nicht sehen. Eule? Hast du einen Namen? Uhu! Hallo? Hallo!